Gut, ich möchte einen Lebenslauf, eine Bewerbung sozusagen, mit Typografie erst einmal formatieren. Und also das hier oben, denke ich, relativ einfach, ne? Text, es ist ein bisschen Blindtext, wer ich bin, drüber geschrieben, dass beides hat ein Format, also das hat hier jetzt Absatzformat. Nee, H1-Titel habe ich ja da oben. Genau, da hat man H1-Titel, das hat noch kein Absatzformat. Das wäre dann H2. Wobei rein, naja, H2 ist jetzt wichtiger als die H1, also insofern müsste natürlich die H1 nochmal wichtiger werden als die H2. Aber gut, ich mache hier eine H2 draus. Und die ist dann bereits, wenn das Häkchen hier drin sitzt, zugewiesen. Okay. Und ich komme mal, das wäre Fließtext Blocksets, genau. Und ich komme jetzt mal zu dem nächsten Text. Ich ziehe mir erstmal einen Textrahmen auf und beginne halt erstmal mit ein klein wenig Blindtext. Also sag Schrift mit Platzhalter Text füllen. Und ich kann dem gesamten Rahmen natürlich auch erstmal das Absatzformat oder ein Absatzformat geben, was auf dem Fließtext-Blocksatz basiert. Das mache ich mal. Also ich mache ein neues Absatzformat und sage erstmal hier, du basierst auf Fließtext-Blocksatz. Dann bekomme ich sämtliche Eigenschaften von dem Fließtext-Blocksatz hier erstmal rein und nenne es aber eben Fließtext mit Verschachtelung, beziehungsweise da kommt die Verschachtelung, nämlich die Zahlen, Zeitraum. Also Zeitraum ist die eine Verschachtelung und die andere, wobei ich mache lieber Unterstriche, also hier sollte man auch Syntaxregeln einhalten bei der Benennung der Formate. Fließtext, Zeitraum und Ort, Ausbildungsort. So, das basiert auf, lasse ich nur kurze Zeit drin, nehme es wieder raus, damit ich die Eigenschaften schon mal rüberkriege von dem Fließtext-Blocksatz. Hier ist wahrscheinlich eine Verschachtelung drin, woher auch immer die jetzt kommt. Nicht eine Verschachtelung, eine Schattierung drin. Nö. Ein Rahmen. Auch nicht, weil das grau hinterlegt ist. Ich sag mal erstmal okay. Und habe hier wahrscheinlich ein Zeichenformat drüber. Genau, es muss also auf ohne stehen. Zeichenformat. Zeitraum mit Unterstreichung hatte ich ja schon mal erstellt. Also Zeichenformat muss auf ohne stehen. Und ich möchte es aber trotzdem nennen Fließtext, Zeitraum, Ort. So. Oben drüber könnte ich jetzt eine Überschrift, die H2, praktisch zuweisen. Ich mache eine Absatzmarke. Setze mein Cursor rein, weise die H2 dort zu. Könnte sein, dass sie dann zu groß ist, ne? Dann müsste ich in die H2 einfach nochmal rein und sagen, nee, ich nehme sie etwas kleiner. Man sieht, wie jetzt beide mitgehen. Etwas kleiner, es wäre auch wichtig, damit ich nicht mit der H1, mit der H2 nicht wichtiger wird als die H1. Das wäre ja irritierend. Also ja, so passt es besser. Ansonsten, was die Schriftwahl angeht, habe ich hier ist es immer die gleiche Familie sozusagen, die Rockwell, während das ist jetzt eine ganz andere Schrift. Hier hatte ich die Balboa. Also gucken bei der Schriftmischung, dass man wenig Schriften mischt, aber so mischt, dass sie kontrastreich gegeneinander stehen. So, jetzt hätte ich gerne hier einen Zeitraum eingefügt. Ich nehme mir mal einen kleinen Absatz, der ungefähr so von der Menge her passen würde, was ich jetzt dort als einen Punkt eintragen möchte. Also zum Beispiel Zeitraum 2003 bis 2008 oder so, ist egal. Jetzt kommt eine Tab-Marke, das heißt, ich setze einen Tab und jetzt kommt ein Zeichen, nämlich Schrift, Sonderzeichen, andere Einzug bis hierhin. Das sorgt dafür, dass nach meinem Tabulator alles, was dann drunter steht, bis zum Absatzende sozusagen einen Einzug bekommt.
bis zum Absatzende sind die alle bündig quasi. Und wenn ich die Tabulatormarke im Absatzformat dann verschiebe, kann ich mal kurz machen hier. Also wenn ich jetzt hier zu den Tabulatoren gehe und genau diese Tabmarke hier praktisch hier mit einem zugehörigen Pfeil versehe, dann kann ich eben jetzt, wenn ich den X-Wert verändere, meinen Einzug ganz individuell hier verschieben. Also Tabmarke und Einzug bis hierhin ist eigentlich eine ganz gute Kombination, um sowas so ganz schön einzurücken. So, und jetzt hätte ich gerne hier einmal für die Jahreszahl andere Eigenschaften und auch für die erste Zeile, wo meinetwegen der Ort, der Ausbildungsort stehen soll, also hier, hätte ich ebenfalls gerne eine Hervorhebung. Ich setze hier ans Ende einen harten Zeilenumbruch und zwar mit Shift und Enter. Ich finde das auch unter Schrift, Leerraum, Umbruchzeichen, harter Zeilenumbruch, Shift und Enter. Allerdings habe ich hier einen Blocksatz, der mir nicht gefällt. Also das reißt das da hinten ganz schön auseinander. Insofern muss ich gucken bei meinem Blocksatz, dass ich vielleicht sage, ich mache es erstmal lieber linksbündig. Sonst reißt es ja mir die erste Zeile völlig auseinander. So, jetzt habe ich allerdings eine Abweichung. Also immer wenn ich was hier ändere im Absatz- und Zeichenbedienfeld, bekomme ich an meinem Absatzformat ein Plus. Und muss natürlich jeweils das Format neu definieren, damit ich auch immer klar bleibe hier mit meinem Absatzformat. So, jetzt hätte ich gern die 2.3 mit einer anderen, vielleicht einem anderen Schriftschnitt versehen, vielleicht eine Schattierung drunter. Ich markiere das und mache es erstmal in diesen beiden Bedienfeldern. Also alles, was ich jetzt ändern will, lege ich hier einfach drauf. Also bei der Rockwell nehme ich jetzt meinetwegen Bold drauf. Dann im Absatzbedienfeld hätte ich vielleicht gerne eine Schattierung drunter. Die Schattierung allerdings nicht über die ganze Breite, sondern nur über die Schrift. Also, nee, wobei, das geht ja gar nicht, das geht nur für den Absatz. Haha, die Schattierung kann ich so gar nicht machen. Da müsste ich im Zeichenbedienfeld die Unterstreichung benutzen. Die könnte ich benutzen, wenn ich das unterstreiche und hier in die Optionen gehe, dann könnte ich die Farbe, also mich so ein, ich habe jetzt hier ein paar Farbtöne schon gemacht, ein 50- oder 70-prozentiges Schwarz nehmen und die Stärke einfach extrem dick machen und das Ganze dann mit einem Versatz nach oben oder nach unten schieben. Die Vorschau habe ich vergessen. War schon ein bisschen dick. Also Stärke auf, naja, sagen wir mal 7 Punkt. Und Versatz schiebt das also jetzt ein Stückchen nach oben. Sitzt dann genau hinter meiner Zahl. Ja, kann auch eine Farbe nehmen, ne, um das irgendwie zu markieren, wenn es zu meinem Layout passt. Stärke, wenn die stärker wird, dann muss ich wieder am Versatz ein bisschen schrauben. Und so kann ich wunderbar hier eine Art Fläche hinter die Zahl setzen. Für den ganzen Absatz wäre es ja schlecht. Ne, der ganze Absatz, den wollte ich jetzt nicht hinterlegen, sondern vielleicht nur diese Zahlen. So, und mit diesen ganzen Änderungen, die ich hier manuell mache, bekomme ich ja hier im Absatzformat eine Abweichung. Hier kann ich mir die Abweichung markieren lassen. Alle Abweichungen sind jetzt im Türkis sozusagen. Und wenn ich daneben klicke, sieht man das, ne? Und wie werde ich die Abweichung los? Natürlich nur indem ich ein Zeichenformat dazu hole. Zeichenformat ist also dafür da, die Abweichung aus dem Absatzformat sozusagen rauszuholen. Und wenn ich also jetzt sage, neues Zeichenformat, dann nenne ich das jetzt Jahreszahl. Hier sind alle Eigenschaften schon drin, also Bold und die Unterstreichung. Genau, das waren ja auch meine Haupteigenschaften. Sag OK
und weise es auch gleich zu. Also ich markiere das und weise es auch gleich zu. In dem Moment, wo ich es zuweise, ist die Abweichung sozusagen entfernt. Und für die erste Zeile, wenn ich die Schattierung etwas heller haben will, dann muss ich halt jetzt, ohne was anzuwählen, mein Zeichenformat nochmal doppelt klicken und hier vielleicht einen helleren Farbton nehmen. Nicht Zeichenfarbe, die muss ja schwarz bleiben, sondern Unterstreichung. Farbe vielleicht 20%. Ist ein bisschen besser lesbar. So, die erste Zeile wiederum. Bis zum harten Umbruch hätte ich ebenfalls etwas hervorgehoben. Das heißt, hier nehme ich Italic. Die Laufweite würde ich jetzt nicht groß erhöhen. Also ich nehme einfach nur Italic. Viel mehr muss es gar nicht sein. Und habe jetzt natürlich wieder ein Plus und mache mir daraus ebenfalls ein neues Zeichenformat. Dann nenne ich jetzt Ort. Und man kann ja auch noch die Eigenschaft reinschreiben, Italic, damit ich besser Bescheid weiß dann. So, meinen Formaten. Wende ich auch auf die Auswahl an, wobei ich das gleich eh wieder rausnehmen muss. So, das wäre also eine Möglichkeit. Ich könnte diese beiden Zeichenformate hier händisch manuell zuweisen. Möchte ich aber automatisch machen. Ich möchte also, dass das Absatzformat, Fließtext, Zeitraum, Ort sich die beiden Zeichenformate selbst herholt. Was muss ich also tun? Ich muss meinem Rahmen sagen, dass er erstmal ohne Zeichenformat formatiert ist. Gehe jetzt in mein Absatzformat rein, ohne irgendwas anzuwählen. Und gehe hier zu den verschachtelten Formaten. Mache mir ein neues verschachteltes Format. Und das erste, also hier greife ich an dieser Stelle, greife ich auf die Zeichenformate zu. Ich hätte gern zunächst die Jahreszahl. Vorschau raus rein. Man sieht Jahreszahl über ein Wort, was hier passiert. Ich hätte aber gern die Jahreszahl nicht über ein Wort, sondern bis zum Tabulator. So, Vorschau. Genau. So. Wenn ich es über den Tabulator nehme, dann würde wahrscheinlich jetzt die Schattierung über den Tabulator hinweg gehen. Also bei nicht Schattierung, es ist ja eine Unterstreichung. Aber da muss man also aufpassen, dass man jetzt bis nimmt und nicht über halt. So, das nächste. Wieder ein neues verschachteltes Format. Diesmal nehme ich den Ort. Italic. Geht jetzt über ein Wort. Hätte ich aber nicht über ein Wort, sondern wieder bis. Und hier nehme ich den harten Zeilenumbruch. Genau. So, und damit hätte ich dann mein Absatzformat hier fertig. So, und wenn ich jetzt ich muss meine H2 noch ein klein wenig mit einem Abstand versehen. Also es ist alles noch ein bisschen dicht an der H2 dran. Das heißt, ich wähle nichts an, gehe in die H2 rein, nehme den Abstand darunter, etwas Abstand danach, noch ein bisschen höher, 3 mm, dann sieht das schon etwas besser aus. Und jetzt kann ich also hier den anderen absetzen oder dem anderen Text das einfach zuweisen, ne? Das war die H2 und die anderen dann waren Fließtext mit Zeitraum und Ort. Was ich natürlich mal händisch eingeben muss, ist immer dieses Zeichen Einzug bis hierhin. Das ist ein Zeichen, was ich wirklich manuell in meinen Text reinschreiben muss. Kürzel, Steuerung, Akzent, Aigu wäre das Kürzel dafür. Und ja, H2 Abstand drunter. Ich muss gucken, dass ich keinen Übersatz bekomme, dann hier den Text anwählen und Absatzformat zuweisen und hier immer Steuerung Akzent Aigu. Dann habe ich hier sozusagen meinen Text
weitestgehend formatiert. Aufpassen, dass die Absatzmarken nicht vergessen werden bei der Textformatierung. Also ich muss die Absatzmarke mitmarkieren und die Abweichung löschen, ja, von der H2 dort oben. Dann habe ich auch keine Abweichung mehr drin. Dann haben die wirklich alle das gleiche Format. Das wäre alles H2. Das ist mein Fließtext-Zeitraum-Ort. Und wenn mir der Abstand nicht gefällt, also wenn ich sage, das ist mir noch zu dicht hier dran, dann brauche ich wirklich nichts mehr anzuwählen. Ich kann in mein Absatzformat reingehen, Tabulatoren, und einfach hier den X-Wert erhöhen von dem angewählten Tabulator. Und man sieht dann, wie die Abstände halt ein bisschen, ja, das wirkt dann etwas luftiger, das Ganze. Genau, und das wäre eigentlich das schwierigste Teil von den verschachtelten oder von den Bewerbungen oder sowas. Alles andere ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so kompliziert oder so. Eigentlich ist es ja nicht kompliziert, es macht nur viel Arbeit, dauert lange, und weil es halt viele Details sind, auf die zu achten ist, Abstände, gleichmäßige Verteilung, die Icons müssen noch rein